So, wir sind schon in Mission 3 der Georgien-Hammer-Kampagne für die AT-10. Es wird langsam etwas mehr, was wir zu tun haben. Auch die Truppenbewegungen, was wir beachten müssen. Deshalb starte ich diesmal nicht wie üblich direkt auf der Startseite, sondern wir gehen mal über den Missionsplaner und schauen uns das mal so an. Was wir diesmal machen sollen, ist quasi eine Feuerunterstützung für zwei Panzertruppen, Elm und Racer, wie die heißen, dass die bis an die beiden Punkte Montana und Vermont vorrücken können. Dafür müssen wir denen quasi den Weg freiräumen, also die typische Luftunterstützung. Was wir spieltechnisch oder missionstechnisch hier machen sollen, ist quasi sicherstellen, dass sie lebend da ankommen. Sobald die dahin gefahren sind und an ihrem Zielpunkt angelangt sind, ist die Mission wieder beendet. Man kann optional wieder abschießen, was man möchte. Ich habe mich diesmal leer geschossen vorher und die dann quasi losgeschickt. Getroffen habe ich soweit, was meine Fähigkeiten mit dem Zielkreuz finden hergibt. Im Moment noch. Aber hat wieder Spaß gemacht. Und ich wünsche auch viel Spaß beim Anschauen. Ich werde das ungeschnitten lassen, denke ich mal, das ist ganz gut. Bin natürlich von diesem Waffensystem, also eigentlich nur vom Zielsystem, noch ein bisschen entfernt, ein Profi zu sein. Aber ich denke mal, es macht trotzdem Spaß, das komplett zu sehen. Ansonsten startet man netterweise wieder auf der Rollbahn, also Inventar kontrollieren, Timer einstellen und all das, was dazugehört, bevor es dann final losgeht. Was wir dabei haben, sind ein paar ungeleitete Clusterbomben, die 87er, ein paar MK-282 für den Tiefflug und Mavericks natürlich. Und die einmal mit Kamera und einmal Infrarot. Magic passing waypoint 2 at 20,000. Magic on station at bull 258 for 35 at 20,000. Hier setze ich mir quasi den Hook, also diesen gelben Pfeil da, auf das Bullseye. Das ist dieser kleine See da oben gewesen, darum dreht sich dann quasi alles. Hog 1-1, Magic, Bra, 018 for 35 at 10,000, flanking. Enfield 2, passing waypoint 2 at 16,000. Enfield 2, on station at bullseye 221 for 17 at 16,000. Hawk 1-1, Enfield 2-1. Seed strike holding on station, ready for tasking. Out. Hog 1-1, Magic, Bra, 003, 435, at 10,000, gold. Hog 3, passing waypoint 2, at 20,000. 435, at 10,000. 43, on station at Bulls 196, for 15, at 20,000. Hog 1-1, 431. Cap strike is holding on station, ready for tasking.
Hawk 1-1, Ball 4-1. Cast Strike is holding on station, ready for tasking. Hawk 1-1, this is Razor and Elm. We're ready to advance to Montana on your orders. Wie auch in der vorigen Mission haben wir hier wieder Unterstützungstruppen, die wir losschicken müssen oder können. Ja, also einmal die Anti-Air, dann die Luftunterstützung quasi und die Luft-Boden-Unterstützung. Field 2-1. Roger. Proceeding to IP. Out. Roger. Proceeding to IP. 431. Roger. Proceeding to IP. Warning, autopilot. Four.
Island 1. Magic Bra 4. 4. In from the south. Engaging Triple A at Bullseye 02542. Board 4. Tally Armor at Bullseye 07248. Board 4. Defending Triple A at Bullseye 02542. Warning, autopilot. 4-3. 4-4. Hill, contact air defense call you. Dominus Fox. 1-4-3. 4-4. In from the south. Hill, contact Lumen Park. Warning, autopilot. 1-1-6-5-4-7. Hill, contact Lumen Park. Warning, autopilot. 6547. Hill, contact target, call spot 411. In from the southwest, engaging Sam at Bulls. Hill, contact air defense target, call spot 411. Infield 2, tally triple A at Bulls. Hill, contact air defense target, 1 o'clock, 1-1. 357. Infield 2, kill triple A at Bulls. Hill, contact air defense target, 1 o'clock, 1-1. Infield 2, in from the southwest, engaging triple A. Hill, contact armor target, 1 o'clock, 1-1. Hill, contact armor target, 1 o'clock, 1-1. Warning, autopilot. Hill, contact air defense target, 1 o'clock, 1-1. Bullseye 00743. Hill, contact air defense target, 1 o'clock, 1-2. 7-2-4-8. Hill, contact armor target, 3 o'clock, 1-2. Hill, contact target, 1-1-0-1-0-4-9 at Hill, contact target, 2 o'clock, 1-1. Engage infield 2, kill triple A at Bullseye 0-3-2-4-2. Infield 2, kill triple A at Bullseye 0-6-2-4-3. Warning, autopilot. 4-4, defending Sam at Bullseye 04843. 4-4, defending Triple A at Bullseye 03644. 4-4, defending Sam at Bullseye 04843. 4-4, defending Triple A at Bullseye 05846.
Warning, autopilot. Warning, autopilot. Pull up! Pull up! Warning, autopilot. Zero.
Warning, autopilot. Pull up, pull up. Razor. Roger, we're moving to Montana now. Hog 1-1, check pop-up group. And 4. Warning, autopilot. Thank you.
Warning, autopilot. Warning, autopilot. Warning, autopilot.
4411, Razor. We've reached Montana and ready to advance to Vermont once you give us the go-ahead. Warning, autopilot. Hawk 1-1, Anfield 8-1. Seed strike holding on station, ready for tasking. Out. Anfield 8-1. Roger, proceeding to warning, IP. Autopilot. Out. Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Reach Montana and ready to advance to Vermont once you give us the go ahead. Warning, autopilot. Pull up, pull up. Thank you.
Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Altitude! Altitude! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up!
engage targets of opportunity at my speed with rockets. Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Altitude! Altitude!
Warning, autopilot. Pull up! Pull up! 2. Engage targets of opportunity. Pull up! Pull up! Thank you.
Pull up! Pull up! Altitude, altitude. Two, engage targets of opportunity. So, jetzt bin ich quasi leer. Auch unser Gun ist quasi leer geschossen. Ich schicke jetzt hier meinen Wingman noch ein bisschen durch die Gegend. Schaue, dass unsere Panzer noch ein bisschen beschützt werden. Spiel auch noch ein bisschen Befehle mit dem Wingman durch. Ansonsten dauert es nicht mehr lang. Dann kommen aber unsere Truppen auch am Zielpunkt an. Und dann geht es quasi zurück nach Batumi. Ich denke mal, dafür mache ich dann doch mal den kleinen Cut. Weil es passiert jetzt wirklich nichts mehr. Mission success. All enemy forces have been destroyed. Ground forces have reached their objectives. You may RTB. Chevy 2, in from the southwest, engaging armor at bulls 07448.
4-1-1. Warning, autopilot. Machen wir noch die Landung und dann kommen wir zum Ende. Altitude.
Hawk 1-1, Boar 3-1. CAS Strike is holding on station, ready for tasking. So hätte man das, die Mission geschafft. Das Runterfahren lasse ich wieder weg. Wir fahren einfach in die Parkposition. War eine tolle Mission. Am Anfang ein bisschen, ja, man muss erstmal schauen, was man tun soll. Aber wenn man es einmal weiß, dann ist das schon klar. Zielen üben muss ich noch, beziehungsweise Zielerfassungsüben. Oder mal schauen, wie das mit den Einstellungen da noch besser geht. Ansonsten, ich hoffe, man sieht es in der nächsten Mission. Bis dahin, ciao, ciao.